Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. Ey, bleib doch sitzen. Ja, ich bin berühmt. Ist jetzt nichts Besonderes. Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Sims 3. Stinkend auf der Bank sitzen wir hier und lesen ein Buch. So muss das sein. Ja, das hat sie jetzt auch gemerkt, seitdem sie die ganze Zeit neben mir saß. wie weit bist du denn? Ja, nee, geh mal lieber jetzt nach Hause, damit du denn die Ausgangssperre nicht überschrittst. Genau wie du, aber du machst Hausaufgaben, das ist schon mal ganz gut. Ey, ja, sorry, dass ich da bin. In der letzten Folge, was ist denn da so Schönes passiert? Oh Gott, da ist so viel passiert, oh mein Gott. irgendwie hasst mich jetzt die komplette Familie. Aber zwischen denen ist anscheinend noch alles in Ordnung. Wirklich, in der letzten Folge hat er wirklich gesagt, dass ich mich trennen werde. Du hast recht. Und oh mein Gott, ich denke mir nur so. Ja, das habe ich. Und jetzt sind wir halt hier. Er ist Single. Was willst du denn jetzt? Haus beleidigen, Alter. So. Ja, der ist jetzt erwachsen. Und mein Kind wird auch bald erwachsen. So, was hast du denn noch so? Romantisch. Küssen. Ja, nee, essen kannst du später. So, erstmal nochmal verliebt umarmen. Weil du gehörst uns. Du gehörst ja uns jetzt. Also, ne? Deswegen. Komm her, schlecker mich ab. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was denn für eine Theke? Nein, ich möchte keine Star-Punkte. Ich möchte keine Star-Punkte. Kriege ich es irgendwie nochmal irgendwie so gebacken, Kinder zu bekommen? Okay, Michelle ist keine. Sie ist kein Star. Okay. Aber wir wollten ja eigentlich, dass, ja, denn Michelle halt auch ein Star wird, weil sie hat ja dann die gleichen Gene wie Sakura leider. Bist du? Ja, genau. Nee, kannst du, keine Ahnung, erstmal Windel wechseln oder keine Ahnung, erstmal eine Flasche geben, damit sie erstmal die paar 3 Stunden nicht rummeckert oder so? Das wäre ganz gut. Bist du? Okay, du bist zu Hause, das ist super. Ja, dann geh einfach mal schlafen. Okay. Tornado geht's gut. Oh, in der letzten Folge war das ja auch genau. Tornado hat ja einen Fremden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der hieß. Einfach mal getreten. Weil er hat ihn rausgelassen und er fand das nicht so toll. Ich auch nicht. Und deswegen musste er die Hufe spüren. So schlimm sich das auch anhört. Genau, so ist richtig. Und du kommst jetzt auch erst nach Hause. Warum denn? Paparazzi. Oh, komm nach Hause, verdammt. Du kriegst gleich Ärger. Oder du wirst wahrscheinlich Ärger bekommen. So. Und ab damit in das Bett. Genau. So, und da ist wieder irgendwie oder irgendwas verstopft oder so. Warte mal, du machst ja sowieso nie was. Also, du kannst ja Pfütze aufwischen, säubern und auch nochmal entstopfen. So, genau. Was machst du? Nee, kein Bad. Du machst das Bad nicht sauber, das hast du dann bekommen? Ja. Das genauso? Okay. Bei dir? Athletik ist auch gerade ganz gut. Ja, wir sind hinauf, also kannst du mal bitte jetzt ausmachen. Du kannst doch. Genau, wir können auch morgen joggen gehen, aber geh doch erstmal lieber schlafen, damit du denn für den nächsten Tag fit bist. Genau, sind jetzt alle da, außer Sakura ist nicht da. Ich wollte mal fragen, ob ich über Nacht bleiben kann, wenn es so erfreut ist, aber ich glaube, das darf ein Teenager gar nicht. Okay, nee,
Haus einladen, Tag fragen. Feenstaub bitten, kann ich machen? Ja, nehme ich mal. Also man muss ja nicht umsonst fragen. Ja, hör auf rumzuheulen. Jetzt, weil deine Eltern nicht zusammen sind mehr, ne? Hat ja jetzt nichts zu heißen. Danke! So. Bei mir selbst anwenden. Oh! Ich flieg von mir weg! Ich fliege weg! Let's go! Ich kann fliegen! Oh nein, jetzt werde ich wieder... Oh nein! Also, ich glaube, die zusammen... Ah, da ist er. Den haben wir in den Popo getreten. Diesen Jerry. Genau. Aber jetzt bin ich wieder weg. Sorry. Aber dafür ist der andere jetzt. Oh. Bin ich da? Okay. Aber diesmal holt mich eine Frau ab, Nancy Crow. Mensch, wer bist du? Mit dem wir eigentlich nur noch echt guten Kontakt haben, ist, mit meinem Ex. Und das hat irgendwie was zu heißen. Sogar mit unserem Kind haben wir noch nicht mal ein gutes Verhältnis. Willst du mich denn verkackeiern? So, von wem kriegen wir jetzt Ärger? Oh nein, von der eigenen Mutter. Kann ich nicht noch ein bisschen mit dir quatschen oder so? Nach Ausgangssperre erwischt. Oh nein. Hey, aber jetzt kann ich schweben. Mama, ich kann schweben. Hallo. Nicht witzig? Nein? Okay. Ja, ich habe Hausarrest. Aber willst du mich wirklich im Haus behalten? Do I look like? Ja, Gesundheit. Lustig. Ich will dir das Video zeigen. Das hat vielleicht einiges zu heißen oder so. Kann ich nicht meine Schule abbrechen und mein eigenes Ding machen? Katzenvideos zeigen. Das mögen doch ältere Leute so gerne. Nicht, dass sie dich jetzt alt nennen. Aber du gehst bald von hier weg. Und ich möchte nicht, dass es so endet. Ja, lieb mich. Lieb mich. Genau. Chaka. Wieso ist die Interaktion gerade so blöd? Okay, ja, bitte. Nach dem Tag fragen. Wie war eigentlich dein Tag, wo du mir eigentlich vorhin eine Ausreißung gegeben hast? Ja, ich habe mich um deine blöde Tochter gekümmert. Nichts Besonderes. Ich schwärme von Musik, Mama. Na, wenigstens etwas. Was hat er mir denn für ein billiges Zeug gegeben, dass es so wenig anhält? Nee, Reste von Obstsalat machst du nicht. Du kannst gerne was anderes machen. Nachspeise servieren. Kannst du irgendwie mal die Bücher durchstöbern, die ich mir da gegeben habe? Kann das Rezept nicht lesen. Kann das Rezept nicht lesen. Kann alle Rezepte gar nicht lesen, weil diese... hab ich nicht gesagt. Aber was habe ich gesagt? Es heult noch nicht. Es heult noch nicht. Ja. Aber das wird doch super. Ich werde mal ein bisschen weiter vorspulen. Natürlich ist gerade ja Herbst, ne? Und Herbst ist ja bekannt dafür, dass es immer sehr, 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 sehr viel regnet. Leider. Sonst hätte ich das, wenn denn, schon gerne umgeändert, aber leider ist es nicht so. So, draußen wird es langsam dunkel, mal endlich. Es ist gleich 23 Uhr und es ist immer noch hell. Also, da ganz, ganz hinten ist es immer noch hell. Und, oh, sie hat, sowas gemacht. So schön. Wir müssen mal langsam gucken. Wir müssen mal die ganzen Lebenssachen hier mal ausgeben. Wäre auch mal ganz gut. Okay, bei ihr haben wir das ja, aber bei Moritz nicht. Wir können mal kurz bei Moritz gucken, weil er ja auch bald nicht mehr
leider da ist. Objekte. Oh, ein Luftkissenbett. Das ist ja was Cooles. Karte zu den Stars. Das wäre halt was. Da kommt ja bald Sakura auch hin. Fliegender Staubsauger. Der Schnuppervorragend verwandelt dein Haus in einen Ort der Meditation. Seine frische und beruhigende Aromen bringen in Entspannung. Aha. Aber das ist auch so groß wie ein Klotz, weißt du, wenn ich den jetzt dahin stelle. Aber kauf ihn mal. Ich habe ja jetzt nichts zu verlieren hier. Mach ich den mal hier hin. Oder wo am besten? Da, wo man ihn nicht sieht. So. Genau. Warte mal, kannst du mal meditieren? Ich möchte mal gucken, wie das ausschaut. Nee, lass mal Schüssel sein, ne? Ich mach mal die Schüssel extra für dich dahin. Aber wie schaut das denn aus? Nein, jetzt nicht. Ja, du kannst dich ja drum kümmern. Du bist auch noch da. Was hast du denn? Sozial und hat geschissen. So, Flasche geben. Schmutzige Windel wachsalen. Sparen. Ja. Ist es denn so, dass sie denn mehr lebt oder wie ist das? Ah ne, vorhin war noch. Okay, vorhin war nur noch 93 Tage. Ich dachte, das wird jetzt zurück. Das geht jetzt zurück, ey. Ha? Wenn nicht, hätte ich das Teil weggeschmissen. Das ist wirklich so. Hätte das Teil aus Nützen weggeschmissen, weil. Es ist ganz schön schwierig, Generation zu spielen. Oh, lass das mal schnell machen. Weg mit der Meditation und dann. Let's go dahin. So, guten Morgen. Du hast Hunger. Aber geh erstmal duschen. Ja, aber kein Techtelmechtel, danke. Erbsalat. So, genau. Rechnungen haben wir gemacht. Jetzt sind wir wieder clean. Wieso gehst du jetzt wieder schlafen? Sag mal, hallo? Ach, Schule beginnt sowieso noch nicht. I know. Aber sei jetzt mal hier nicht so, oder? Also. Wir können ja schon mal mit Sakura gucken, was wir hier gucken können. Körper, Persönlichkeit, Rabatte, Geld. Geld? Ja, nee, Rabatte, Bedürfnisse, Stimmungen. Fähigkeiten da. Sozial, das sind wir auch so gut. Arbeit und Schule, das trifft gar nicht bei ihr zu. Aber Profigammlerin, das ist aber. Nee, warte mal. Körper persönlich, nee, das war es nicht. Geschmack, nein. Bücherrabatt, kostenlose Unterhaltung. Aber das brauchen wir für Melina. Melina. Melina, genau. Für Marlena. 30 Punkte braucht man für kreativ sein, aber.
Ja, oben haben wir auch noch ein Bad. Das läuft nicht weg. Ja, kannst gerne nehmen. Simon muss sowieso nicht dran. Noch nicht. So, Reste essen. Geh mal erstmal was essen. Und du genauso, ne? Was ist bei dir? Oh nein, 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 nein. Geh mal dahin. Ey, brauchen wir jetzt ernsthaft noch ein anderes Bad? Willst mich verarschen? Brauchen wir 3 Bäder? Das wäre ja ein bisschen zu viel. Was machst du jetzt da? Wartest du, bis du irgendwas zu essen bekommst? Ach, ich mag meinen Haushalt. Chaotisch. Weiß nichts mit sich anzufangen. Wollte eigentlich Kinder haben. Ja. Ist einfach nur da. Schriftstellerin, Katastrophe. Was? Was, was? Weil sie jetzt runtergespült hat, oder was? Oder... Ach, du machst dich selbstständig. Oh, Gottes Willen, das habe ich ja neu mitbekommen. Und ich bekomme davon nichts mit. So, jetzt müssen wir aber drauf achten hier. Nö. Oh. Ach, sie darf ja nicht. Steh mal auf. Nö. Und geh mal hier hin. Oh, du hast nicht geschlafen. Warum denn nicht? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Okay, du bist zur Schule, du bist zur Schule, du nicht. Nur ihr beide müsst, ne? Ja, mehr Kinder haben wir ja nicht. Okay, du kannst fahren. Die beiden sind doch da. Sakura darf nicht. Verzeihen. So. Verzeih mir, dann kann ich zur Schule. Wenn die mal fertig sind hier, ne? Dann ist auch wieder, keine Ahnung. Jetzt muss sie sich erstmal anders hinstellen, weil die Animation anders... Oh, Leute. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Ärger, weil der Bus weggefahren ist. Aber kann ich mit dir trotzdem reden? Geheimnis verraten oder so? Oh, das geht trotzdem. Oh, das finde ich schön. Nach Enkeln prahlen. Du hast die Tochter hier. Ja? Oh Gott. Aber so, dass es, wenn dann auch noch ganz gut denn da läuft. Ja, warum denn ausschimpfen? Jemand doch hier was machen! Oh, was soll denn jetzt der Mist? Ich versuche hier gerade was zu machen. Ich versuche das hier gerade recht zu biegen hier. So, und komm mir jetzt nicht, dass du sie jetzt hier wieder anpöbelst hier. Ah, Leute, weißt du, ich möchte extra halt mit der Person reden und dann versemmelt mir das die andere Person. Das ist doch manchmal sowas von bescheuert. Und warum machst du dir Waffeln, anstatt irgendwas zu... Man darf die Sims nicht alleine lassen. So, du stinkerst. Heu fressen und trinken. Wer macht das mal? So, und du entfernst dich jetzt von deiner Tochter, geh dahin. Und du hast jetzt freies Leben und hast... wo wollen wir denn hin? Oh, lass mal zum Friedhof. Wir sind so richtig rebellisch. Wir lassen da unsere Gitarre raus. Oh, wer geht hier irgendwo hin? Ah, nee, die haben jetzt... Oh, und Sakura darf nie mitmachen, aber das ist, glaube ich, auch gut für sie hier. Hat generell keine Lust auf die anderen Leute. Okay, verstehe. Oh, wer ist denn das? Sakura? Lisen, wer ist denn das? Wer sitzt neben dir? Ist das dein Lehrer? Auf jeden Fall, das ist kein Schüler nach der Größe her. Es ist kein Schüler. Nee, das möchte ich jetzt mal gerne wissen. Wer bist du? John Lesson. Wird er hier angezeigt? Da ist er.
Bekannter. Vielleicht wollte er noch irgendwie mit oder so. Ah, nee, das ist doch ein. Nee, das ist doch kein Teenager. Das ist unser Lehrer wahrscheinlich. Nee, Lisinn. Ich würde sagen, dass du dich da nicht dran machst oder so. So, wir sind angekommen, ne? Reingehen. Nö. Warum willst du trauern? Schandfleck, nein. Oh Gott, nein. Was haben wir denn hier? Oh. Ah, cool. Aber das kann ich selber nicht machen, ne? Nee, lass mal lieber. Stell dich mal hier hin und mach Lärm. Wir werden so durchnässt sein, aber das interessiert uns irgendwie, glaube ich, gar nicht. Ist denn hier aber noch irgendwas anderes? Dann kann ich nur noch mal hier gucken. Irgendwie gar nicht, ne? Nur ein Angelplatz, wo man angeln gehen kann. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Du musst. Ja, du musst gleich. Na, du musst noch nicht los, aber du kannst mal hier mal gucken. Mal hier ein bisschen angeln, wenn du möchtest. Geh mal angeln. Das ist ja immer noch so dein Hobby. Das machst du super. Es ist eigentlich auch ganz gut, dass du dich von Sakura getrennt hast, weil sie hätte dich einfach, wenn du nur runtergemacht. Normalerweise war es halt so mein Plan, dass man halt so bei Simon halt diese Rebellenphase ja halt sieht. Hatte er ja auch ganz kurz, aber das war es dann halt auch. Hat sich dann wieder halt so zum etwas Besseren gewendet und bei Sakura hat es richtig reingehauen. So, was ich mal ganz kurz mache, ist wieder das ein bisschen leiser machen. Ja, jetzt ist es halt ein bisschen leiser geworden, aber ich hoffe, das stört euch nicht so, wenn man halt jetzt vom Spiel jetzt nicht so viel mitbekommt. Lisen auch nicht. Marlene. Ja, einfach Polizeiwoche. Fragt den Lisen so, kennen Sie eigentlich schon meine Schwester? Ja, sie heißt Sakura. Also, oh ja, die war schon 55.000 Mal bei unserem in den Akten drin. Ich so, das ist sie. Aber warum treffen wir hier niemanden? Hallo, ich möchte meine Blutverwandtschaft hier treffen. Naschspritzen. Was soll ich denn hier naschspritzen? Und bist jetzt da? Ja, oh, schön. mit einem Abschluss, Kleidung. Schön. Und, oh, du hast schon was gesammelt, ne? Gut. Oh, cool. Einen Ball haben wir auch noch. Gib mir mal die Sen. Außer, na, ich bin mir nicht sicher. Können wir ja machen. Aber ob das denn irgendwas bringt, bin mir jetzt auch nicht sicher. Nee, geh mal nicht nach Hause. Was willst du denn zu Hause? Oh. Entspann dich mal. Im Park Gitarre spielen. Das wäre auch mal was Cooles. Mit Luke Hüpfkästchen spielen. Ja. Hüpfkästchen spielen. War doch richtig. Oh, das können wir uns leisten. Also normalerweise eigentlich nicht. Aber da unser Star-Level was anderes sagt und wir viele Werbungen geschalten haben, ist das ja ganz schön schön für uns. Also Sakura, sie lebt ihr Traum. Ja, das ist aber schön. Geh mal nackt baden. Hier ist ja sowieso keiner. Und wenn, ist auch egal. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst gerne ein Däumchen nach oben da, kommentiert nicht vergessen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei einer weiteren Folge von
mit Teammitgliedern abhängen, genau. Wir sehen uns auf jeden Fall bei einer weiteren Folge von Die Sims 3 wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hittet das gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert nicht vergessen und wir werden, glaube ich, wieder angeschnauzt. So, alles klar. Ciao.